Die Brandmauer zur AfD ist gefallen. Das BSW wird künftig bei Bundestagsabstimmungen zusammen mit der AfD stimmen, wenn diese vernünftige Anträge stellt, denen man auch inhaltlich zustimmen kann. Das hat André Hunko jüngst hier bei einer Versammlung gesagt und wir schauen uns den Ausschnitt mal an, damit ihr das hier auch jetzt mal live nachvollziehen könnt. Das ist ein interner Beschluss des Bündnis Sahra Wagenknecht und das ist meiner Meinung nach ein erster Schritt in die richtige Richtung, da man so eine Äquidistanz zu Altparteien und AfD schafft und ein eigenes, unabhängiges, autonomes politisches Lager wird, das sich nicht von Medien und anderen Akteuren vorschreiben lässt, wie es zu stimmen hat, sondern dass sich wirklich für seine eigenen Inhalte einsetzt. Da will ich vielleicht auch noch mal eine Sache sagen. AfD, also ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, wenn es sachlich richtig ist, und da gibt es ein paar Anträge. Wir haben gestern, oder jetzt habe ich einen Antrag gesehen, Parlamentsvorbehalt bei Waffenexporten in Krisengebiete. Was machst du denn da? Ja? Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir keine Anträge, die inhaltlich, auch wenn sie von der AfD kommen, die inhaltlich keinen Widerspruch bei uns hervorrufen, die werden wir nicht ablehnen. Da werden wir auch sozusagen immer auch, also schon gar nicht ohne einen eigenen Antrag einzubringen. Wir können über die Demos gegen rechts sprechen. Ja, also ich sehe die auch. Ja, das ist auch ein absolut richtiges Vorgehen, wenn die AfD einen Antrag hat, den man gut findet, da kann man ja einfach zustimmen. Und wenn die AfD einen Antrag hat, den man größtenteils, wo man aber einige Fehler sieht, dann kann man ja selbst einen eigenen Antrag einbringen und diese Fehler dann korrigieren zu dem gleichen Thema. Und ich finde, das ist ein richtiges Vorgehen und damit, wie gesagt, schafft sich das BSE erstmal strategische Autonomie und kann sich zweitens, ohne die ganze Zeit überlegen zu müssen, wer stimmt uns da jetzt zu, was sagen die Medien, kann sich wirklich überlegen, wie setzen wir uns für unsere Inhalte ein. Diese Brandmauer zur AfD ist damit de facto gefallen und das ist eine sehr gute Nachricht. Auch kritisch, weil es in erster Linie regierungsstützende Demonstrationen sind. Trotzdem habe ich mir in Aachen, wo dann plötzlich 20.000 da waren, ich wusste nicht, wo die auf einmal plötzlich herkommen, das war eine kleine Gruppe, die es angemeldet hatte, ich bin dann auch hingegangen und habe dann ganz viele Leute dort getroffen, die gesagt, also die totale Unterstützer sind der BSW, was ich nicht wusste, die haben mich dann angesprochen, weil sie mich dann kennen und so weiter. Also es ist nicht so einfach. Wir müssen natürlich bestimmt auf bestimmte wir haben verschiedene Unterstützermilieus. Wir können nicht sozusagen nur auf das eine komplett ignorieren da. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar war, aber das ist auch ungefähr was, wir haben da diese Woche sehr intensiv drüber diskutiert. Was ich sagen kann, wir werden inhaltlich gute Anträge, die inhaltlich, wo nichts auszusetzen ist, die werden wir nicht mehr ablehnen. Ja, das ist super. Wie gesagt, die Brandmauer ist gefallen. Das könnt ihr jetzt überall weiterverbreiten. Die Nachricht, die ist tatsächlich schon etwas älter. Ich hatte die Konferenz hier mitbekommen, aber ich bin leider krank gewesen, deswegen konnte ich dazu kein Video machen. Aber wie gesagt, hier ist jetzt nochmal die Benachrichtigung. Das ist leider ein bisschen zu wenig durch die Medien gegangen. Das heißt, wenn irgendwer Artikel für eine Zeitung oder so schreibt oder einen eigenen YouTube-Kanal, einen eigenen Stream hat, dann thematisiert das hier bitte. Der Link dafür, den findet ihr hier unter meinem YouTube-Video. Also diesen Ausschnitt von André Hunko hier, den könnt ihr euch alle gerne ansehen. Was sie hier berichtet, ist ziemlich eindeutig. Das BSW wird künftig AfD-Anträgen, wenn sie inhaltlich die richtigen Punkte fordern, auch zustimmen.